Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Ich habe wieder duftelige Post bekommen in Form eines Überraschungspaketes von der lieben Daniela. Und das möchte ich jetzt gemeinsam mit euch auspacken. Ich habe das Schätzchen von hier und auch schon aufgeschnitten. Ich habe aber noch nicht reingeschaut. Das machen wir jetzt zusammen. Und es ist ein recht großes Päckchen. Und ich bin gespannt, was da drinnen ist. Daniela hatte mir geschrieben, dass es nur eine Kleinigkeit sei. Aufgrund der Größe zweifle ich da gerade ein bisschen dran. Ich habe hier erstmal ein kleines Kärtchen. Schaut mal. Das lese ich mir ganz kurz durch. Vielen lieben Dank, Daniela. Ich glaube schon, dass du wieder Sachen gefunden hast, die mir gefallen. Da hast du ja schon in der Vergangenheit ein relativ gutes Händchen bewiesen. Und ganz oben, ich muss das wieder leiser machen, sind wieder Leckerlis für meine Katzen dabei. Da freuen die sich immer. Nur sollen sie die natürlich nicht permanent bekommen, deswegen mache ich das jetzt so leise. Sonst wären sie zu dick. Ja, und ich kann auch dick werden, sehe ich schon. Und ich liebe Haribo. Da freue ich mich immer drüber, vor allem hier über die salzigen Lakritzbrezeln, die liebe ich. Vielen lieben Dank, Daniela. So. Und dann lachen mich, obwohl sie verpackt sind, erkenne ich schon, was es ist, kleine Gläschen an. Ich denke, das sind die vom Aldi, von Living Art, glaube ich, heißen sie. Die gibt es für kleines Geld, wie gesagt, beim Aldi. Und ich finde, die können sowohl im Duft als auch in der Intensität durchaus mit den großen Firmen mithalten. Ja, das ist Living Art. Oh, das sind neue Sorten. Wild Berry hätte ich da einmal. Den kenne ich noch nicht. Der riecht gut. Und obwohl das ein roter Beerenduft ist, könnte der für mich auch funktionieren. Denn ich rieche sehr viel Erdbeere raus. Vielleicht noch ein bisschen Himbeere, ein bisschen Brombeere. Was ist denn abgebildet? Ja, genau das. Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren. Eine sehr schöne fruchtige Kerze. Die werde ich mir wieder einschmelzen und in der Duftlampe verbrutzeln, denn ich finde, da kommt das Wachs richtig gut. Mal schauen, welche dann die anderen sind. Ich habe nämlich 4 Stück von diesen Kerzen bekommen. Ja. Tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen raschelt. Tropical Mango. Mango kommt im Sommer immer gut. Oh ja, das ist eine schöne Mangonote. Gefällt mir kalt sehr, sehr gut. Auch den werde ich einschmelzen. Einfach weil ich mit den ersten, die ich davon hatte, das war glaube ich Strawberry Margarita, die habe ich eingeschmolzen und ich fand die in der Lampe toll. Und von so kleinen Kerzen habe ich persönlich sowieso nicht so viel, weil ich immer finde, dass durch diesen kleinen Raum hier wenig Duft rauskommt. Deswegen schmelze ich mir die halt ein. Dann habe ich hier das nächste Glas. Und das ist er. Das ist dieser Strawberry Margarita. Den finde ich so toll. Der roch für mich wie so ein Erdbeerpüree. Ein schönes, süßes Erdbeerpüree. Den finde ich richtig toll. Natürlich ist die Erdbeernote künstlich, aber ich habe für mich auch noch nie einen authentischen Erdbeerduft gefunden. Aber für einen künstlichen Duft finde ich ihn sehr, sehr lecker. Super, dass ich jetzt davon wieder Nachschub habe. Und die vierte Kerze ist Sex on the Beach. Den hatte ich schon einmal von Daniela bekommen. Den habe ich aber noch nicht verbrutzelt. Ich kann noch nicht sagen, wie er warm ist. Aber ich denke, dass die alle sehr intensiv sein werden. Und nicht nur der Strawberry Margarita. Ja, Sex on the Beach riecht für mich so nach Pfirsich und Aprikose, so in diese Richtung. Enthält keine alkoholische Note, auch wenn es einem Cocktail nachempfunden ist. Vielen lieben Dank, Daniela. Ich finde diese Kerzen wirklich gut und ich habe sie in meinen Aldi-Filialen noch nicht gesehen. Aber ich mag die.
Dankeschön. So, dann schauen wir mal weiter. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen durch das Verpackungsmaterial wühlen. Nun habe ich hier so eine süße Box in der Hand. Schaut mal. Das ist ja niedlich. Oh, und guck mal, die geht so mit Magnetverschluss auf. Und da drin sind dann, da kommt auch schon eine Geruchswolke, Melz. Da habe ich einmal von Yankee Candle den Autumn Night. Den finde ich sehr schön. Das ist ein maskuliner, parfümiger Duft. Richtig schön frisch und maskulin, also da sind Hölzer drin. Die liebe Jenny vom Kanal Miss Curly Jen sagt immer, dass der einem Herrenparfum nachempfunden ist. Und sie, obwohl sie es schon ein paar Mal gesagt hat, welches, vergesse ich jedes Mal, welchem es nachempfunden ist. Es ist aber ein sehr schöner, holziger, maskulin, frischer Duft. Den finde ich sehr, sehr schön. Dann habe ich von Yankee Candle, Moment, ich nehme ihn direkt aus dem Tütchen, den Midsummer's Night. Auch das ist ein holzig-maskuliner Duft, den ich sehr, sehr gerne mag. Ich finde, das sind für mich die Düfte, wenn es draußen so richtig heiß ist, die mich am meisten erfrischen und ja, die mir am meisten geben im Sommer. Liebe ich total. Dann habe ich von Village Candle, ich glaube, hier sind alles so maskuline Düfte drin. Denn das ist jetzt wieder ein maskuliner Duft, den kenne ich auch schon, den Rendezvous. Der ist sehr, sehr herb und sehr, sehr maskulin. Den kann ich zum Beispiel nicht das ganze Jahr düfteln. Der geht bei mir wirklich eigentlich nur so in der Herbst-Winter-Saison, weil er sehr herb und sehr schwer ist. Also ich empfinde ihn zumindest so. Es ist ein schöner Duft, aber kein Ganzjahresduft für mich. Oh, das sind so schöne Sachen, Daniela, danke. Amber Moon, leider nicht mehr im Sortiment. Das ist ein richtig schöner Amberduft. Den finde ich für den Spätsommer und Herbst so schön. Ja, der hat diese Ambernote, die natürlich auch auf Zeit etwas schwer wird. Er ist leicht parfümig und er hat für mich wirklich was von so einem schönen Frühherbst- oder Altweiber-Sommerabend. Ich finde den toll. Ist aber leider nicht mehr im Standardsortiment. Man bekommt ihn aber über eBay und Amazon noch relativ gut. Zumindest als Tarte. Wie es als Glas ist, weiß ich nicht. Dann habe ich, hier ist ja noch ein Amber Moon. Ach, das ist ja toll. Mega. Von Yankee Candle, Bahama Breeze. Den kenne ich und den liebe ich. Der ist ja auch nicht mehr im Standardsortiment. Da habe ich hier so kleine Ananasstückchen bekommen. Und das ist einem tropischen Cocktail nachempfunden. Da ist wirklich auch Ananas drin, da ist Kokos drin. Es, wir haben eine Fliege hier im Raum. Katzen, wir haben eine Fliege. Fangen. Also Ananas, Kokos. Es ist aber kein Pina Colada Duft. Da sind noch andere Früchte drin, tropische Früchte. Und ich mag diese Gesamtkomposition. Ich habe davon auch noch so einen halben, dreiviertel Hauswarmer. Finde ich aber gut, dass ich jetzt noch ein paar Melz habe. Dann muss ich meinen Hauswurmer noch nicht aufbrechen, anbrechen. Nein, aufbrauchen. Jetzt haben wir es aber. Bahama Breeze von Yankee. Man sollte, wenn man aufgeregt ist bei einem Paket, eigentlich kein Video machen oder ich nicht. Ich rede dann komisch. Yankee Candle Kilimanjaro Stars. Das war auch ein maskuliner Duft. Den hatte ich mal vor Jahren, habe ihn jetzt aber gar nicht mehr so in der Nase. Ja, der war ein bisschen frischer. Nicht ganz so maskulin. Er war zwar auch holzig maskulin, aber jetzt nicht ganz so maskulin wie zum Beispiel hier der Midsummer's Night oder der Autumn Night.
Er ist eine Spur frischer. Ich glaube, er hat ein wenig Eukalyptus mit drin, ohne dass es jetzt ätherisch oder so wirkt. Das nicht, sondern nur so ein Hauch, um die Frische anzuheben. Ist auch ein sehr schöner Duft für mich. Aber ich mag sowieso ja alles, was so in diese maskuline Schiene geht. Oh. Und der letzte hier ist von Goose Creek, Noah's Ark. Den finde ich toll. Aber ich glaube, den finden viele toll, oder? Der ist aus der diesjährigen Frühlingskollektion ja gewesen. Und ich kann diesen Duft immer noch nicht beschreiben. Ich weiß, dass der unheimlich vielschichtig ist, dass auch echt viel drinnen ist. Ich kann nur sagen, dass das für mich ein richtig toller und leicht parfümiger Duft ist. Und dass ich ihn wunderschön finde. Aber ich könnte Noah's Ark nicht beschreiben. Dafür ist er mir dann tatsächlich zu vielschichtig. So, dann packe ich den Duft wieder ein. Tut mir leid, dass das so raschelt. Und stell diese Kiste auf Seite. Die war sehr schön. Und ich sehe aber, dass da noch eine Kiste drin ist. Oh. Das ist ja der Hammer. Wenn ich da reingucke, kommen mir ein paar Klemmen. Also ich zeige euch erstmal die ganze Kiste. Da sind Clamshells drinnen von Goose Creek. Da habe ich hier einmal Orange Berry Slush. Den kenne ich noch nicht. Das ist ein volles Clamshell. Der riecht schön. Es ist sehr ausgewogen. Also ich rieche die Beeren, aber ich rieche auch die Orange. Und dadurch ist es nicht dunkelbeerig. Womit ich ja manchmal meine Probleme habe, dass es mir dann zu viel wird und ein Kopfschmerztrigger ist. Das ist hier nicht. Der ist eigentlich ganz schön. Eine interessante Mischung aus Orange und Beere. Und jetzt kalt geschnuppert riecht er sehr lecker. Erinnert mich ja an einen Saft, an einen leckeren Fruchtsaft. Ach, mein geliebter Staying Home. Das ist so ein Kuschelduft, der so ein bisschen in die Kaschmir-Richtung geht. Sehr sandelholzlastig und einfach nur wunderschön für den Herbst und den Winter. Oh, ich liebe den. Das ist ein so toller Duft. Ich habe da auch das Glas von. Den mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Und der dürfte jederzeit wieder einziehen. Finde ich super, dass ich jetzt wieder 6 Melts davon habe. Dann habe ich von Goose den Cool Raindrops. Den kenne ich auch schon und finde ihn auch sehr lecker. Das ist so ein richtig schöner, frisch aquatischer Regenduft. Ich meine, natürlich ist das nicht wirklich der Duft von Regen oder von der Luft nach einem Regen. Das ist aber auch sehr schwer einzufangen, das authentisch einzufangen. Es ist aber ein schöner, frischer Duft, der genau in diese Wetterlage einfach passt, wenn es gerade regnet oder geregnet hat. Ich mag den sehr gerne. Er ist aquatisch, frisch und ganz, ganz minimal, vielleicht parfümig. Wobei ich behaupten möchte, dass das vielleicht gar nicht jeder so wahrnimmt wie ich. Dann habe ich Gardenia Petals. Den hatte ich auch noch nie. Ich glaube, Gardenia ist aber auch nicht der Duft, der so meins ist. Also der riecht für mich kalt. Schon sehr intensiv und etwas. Irgendetwas stört mich darin. Ich glaube aber, dass der Duft relativ authentisch getroffen ist. Ich muss mal ausprobieren, ob ich den vertrage oder ob der mir dann too much ist.
Manchmal lässt sich das Kalt nicht sagen, dann denkt man kalt, er könnte beißend oder so werden und warm verschwindet das. Deswegen werde ich das auf jeden Fall testen. Und dann noch den Summer Moon. Summer Moon ist wieder ein maskulin-aquatischer Duft. Und der, finde ich, hat nichts von einem Herrenparfum, sondern eher von einem Herrenduschgel. Und ich finde ihn zwar nicht schlecht und ich möchte Goose Creek auch nicht beleidigen, aber es ist nicht das teuerste Duschgel. Also, ja, also dieser Duft riecht nicht edel oder für den besser gekleideten oder besser gepflegten Mann, sondern ich sage jetzt mal ganz salopp, wie so ein Discounter-Duschgel. Womit ich jetzt auch nicht behaupten möchte, dass Discounter-Duschgele schlecht sind. Wirklich nicht. Es ist ein sehr einfach gestrickter, maskuliner Duschgelduft. Ich finde ihn ab und an ganz gut, aber auch nicht spitze. Ich hatte davon schon 2 Clamshells. Finde ihn aber, wie gesagt, okay. Dann habe ich hier von Kringle Candle ein Wax Melt in Scarlet Rose. Den hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Na, komm mal raus. Okay, das ist ein parfümiger Duft und da ist auch viel mehr drinnen als nur die Rose. Die Rose nehme ich nur ganz dezent im Hintergrund wahr jetzt. Ich weiß nicht, was da alles drinnen ist, aber er ist parfümig, schon floral parfümig. Er riecht auch gut in meiner Nase. Aber wäre für mich kein klassischer Rosenduft, sondern eher ein Parfumduft. Ich bin gespannt, wie der warm sein wird. Scarlet Rose von Kringle. Und dann habe ich noch von Sensationals etwas, auch ein Clamshell, in Strawberry Orange. Den kenne ich auch noch nicht. Aber wir hatten ja eben schon einmal Berry Orange als Komposition und den fand ich gut. Der ist anders. Hier rieche ich jetzt mehr die Orange. Die Erdbeere nehme ich kalt, nicht wahr? Und die Orange ist auch leicht künstlich. Aber nicht schlecht. Da muss ich mal schauen, ob der mir warm zusagt. Ich denke aber schon so, Früchte, Düfte gehen eigentlich ja, bei dem Wetter immer. Und damit ist diese Box dann auch durch. Haben wir dann noch etwas oder bin ich fertig? Huch, hier kommt mir noch so ein kleines Living Art Glas entgegen. Es sind also 5 von diesen kleinen Gläschen. Und das ist noch einmal der Sex on the Beach. Da habe ich aber einiges zum Einschmelzen. Dann habe ich hier noch etwas, das sehr nach einem Tumblerglas aussieht. Mal schauen, es ist sehr gut verpackt. Tut mir leid, dass es so rasch ist. Es ist ein Tumblerglas von Yankee Candle mit Summer's Night. Der riecht lecker. Und ich vermute, dass er umgetopft wurde, denn vom Deckel her und von der Glasgröße würde ich jetzt vermuten, dass das ein Bath & Body Works Glas ist. Das macht aber überhaupt nichts. Ich mag diesen Duft, habe ich ja gerade eben bei dem Tarte schon gesagt. Das ist für mich ein richtig toller, maskuliner Sommerduft. Ja, und das war mein Paket von der lieben Daniela. Ich bedanke mich bei dir, Daniela. Du hast mir wieder eine wahnsinnige Freude gemacht. Und bis auf den Gardenia Petals, wo ich mir jetzt noch nicht sicher bin, ob er mir gefallen wird, hast du wieder voll und ganz meinen Geschmack getroffen. Und ich weiß auch gar nicht, was ich als erstes anmachen werde. Ich vermute fast den Scarlet Rose, denn ich bin jetzt sehr neugierig darauf, wie der sein wird.
Denn die Rose ist für mich, wie gesagt, nur im Hintergrund. Es ist für mich eher ein parfümiger Duft. Ich liebe parfümige Düfte. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis bald mal wieder. Tschüssi.